Jo Leute, was geht? Wir sind weiter bei Temesia dabei, die Trophäen zu sammeln. Eine ist, dass man hier dieser Esmeralda im königlichen Garten, hier in diesem Blutmeer, alle Herzen zeigt und dann kriegt man auch wieder eine Trophäe. Ich zeig dir jetzt alle Dinger. Irgendwie. Was total verbuggt ist. Und dann sollte ich wieder ein Ding kriegen. Mann, das funktioniert ja super. Sollten Sacrifice, habe ich ja schon mal gespielt. Ich glaube, es war vor deiner Zeit. Ah! Guter Zuhörer. Perfekt, geschafft. Das war eine easy, easy Trophäe. Dafür müsst ihr im Prinzip alle Bosse besiegt haben und alle Herzen haben und dann hier hin der alle zeigen. Easy. Ach, scheiße, wo war der Stuhl da nochmal? Andere Seite, ne? Ups. Ne, ich meine Soul and Sacrifice. Erinnerung beenden. Kannst du beenden und im Bossraum hatte es auch noch etwas drin. Weiß nicht, ob du da schon angesammelt hast. Ja, bestimmt. Nobu war doch schon da, als du gezockt hast. Ja, ich meine auch. Wo man die Magier jagt. Ja, ja, klar. Ralf, schön, dass du da warst. Schön, dass du da warst. Danke für deine Bits. Bis zum nächsten Mal. Und was wir im Prinzip jetzt machen könnten, wäre entweder das Max-Level versuchen. Das Max-Level versuchen und das mit den Kisten muss ich auch noch machen. Hermes-Festung 1, Leveln und Fässer. Hallo, hallo. Joey Joe. Aber dass das eine Trophäe ist, ne? Zerstöre so und so viele Fässer, ist auch irgendwie dumm. Und dass man halt nicht weiß, wie viele man schon hat. Finde ich auch doof. Soldatenbeutel, wieso hab ich das nicht? Und woher weißt du, dass ich das nicht hab?
Du kannst mich guiden? Ja, weiß ich nicht. Also jetzt in dieser Zeit erstmal nicht. Vielleicht irgendwann mal. Geizt dich aber trotzdem, danke, Beli. Zurück und runter. Ich hatte gesagt, diese ganzen Story-Sachen werde ich irgendwann mal mir mit einem Guide machen. Ich glaube, das mache ich dann noch nicht on stream. Weil das ist einfach nur sammeln. Irgendwo hingehen und die ganzen Sachen abfarmen. Das Einzige, was man halt verkacken kann, ist die Dinger im Tutorial. Wenn das verkackt hast, dann hast du das auch verkackt. Das ist sogar Platin. Ja, ist echt krass. Not bad. Man kriegt echt wenig Seelen, ne? Ich glaube, für das Max-Level würde ich einfach den Endboss weiter farmen. Der gibt halt direkt 11.000 oder so. Ich glaube, es lohnt sich mehr. Der Gegner ist so scheiße platziert. Schon wieder ein Stuhl. Da sind noch die Fässer. Aha, unfassbar. Da ist es. Haben wir die Trophäe auch schon. Also. Die Trophäe, wo ich einen Boss besiegen kann, ohne mich zu heilen. Ups. Kann ich hier machen. Mutierter Odur. Ich weiß, hab grad gar keine Vorstellung, wer das ist. Wer ist denn das? Ist das nicht... gegen den?
Wieso denn den? Ja, das fängt ja super an. Ah, es hat nicht geklappt. Nur alles parieren gegen, habe ich es auch gemacht. Ich dachte tatsächlich, gegen den Narrengott wäre einfacher. Ich hätte gedacht, du sagst Narrengott. Manni, vielen Dank für deinen Prime-Sub im 8. fucking Monat. Im 8. Monat. Ey, ich habe so lange nicht mehr gegen ihn gekämpft, ich weiß gar nicht, was ich für Attacken kann. Aua. Einfach alles parieren. Hat der einen Balken oder zwei Balken? Kommt mir schwierig vor irgendwie. Kommt mir irgendwie schwierig vor, Wolf. Wie wenig er hatte.
Spaziergang. Wow, ein Spaziergang. Ist doch einfach für mich. Das ist doch einfach für mich. Easy peasy. GG. Das hat er bei mir nie gemacht. Ah, du hast, ich habe auch immer so einen Luck. Ich habe immer so einen Luck.